Hallo, 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 weiter geht's mit Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Entschuldigung, mit der Lara Croft, ich bin komplett raus, deswegen bester Start ever vom besten Part. Jetzt geht's ab, Leute, wieder am Rasieren, Zerstören und Zerballern, wo bin ich denn? Die Rettung, retten Sie Jonah und holen Sie den Atlas aus dem Trinity-Gefängnis. Ja, geile Scheiße, deswegen legen wir los. Letztes Mal sind wir hier ausgerastet, beziehungsweise haben uns hier ein bisschen Sachen gegönnt. Ich glaube, ich habe mit alles hier, ne? Genau, da hinten gab es dieses mega kranke Tier, was wir noch killen müssen, aber Bogen raus, ein paar Sachen herstellen. Jetzt können wir runter, so muss es sein. Moment, wir können ja jetzt hier Trick 17 machen. Der Relais kann alles jetzt. Reicht das? Na klar, ich kann jetzt einen mega krassen Pfeil schießen, kann ich hochjumpen und dann läuft das sehr gut. Und jetzt kann ich hier so den hier. Was ist da? Sorry, Spiel, was war das denn? Das war doch hundertprozentig ein Bug. Ich habe nichts gemacht, ich habe keine einzige Taste gedrückt und die spielt einfach ab und verreckt da elendig. Ja, ist ein sehr guter Start. Ein sehr, sehr guter Start. Das war nicht mein Fail. Und schreiben, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, aber es war nicht mein Fail. Ich bin nur darunter geslidet. Bisschen nach rechts? Okay, das passt. So, ich dachte eigentlich, dass ich weiter runter geslidet wird, aber machen wir das mal so. Oh yeah. Ab nach unten, der Sledge. Und weiter geht's. Ja, so kann man sich auch immer mal auf fortbewegen. Das Seilchen brennt. Sehr cool. Jetzt bin ich hier. Hier war ich sogar schon mal. Ja, hier war ich schon, aber. Oh, da hinten ist das krasse Tier. Warum ist so ein krasses Tier? Was ist hier noch? Hier war doch irgendwas. Oder war da irgendwie Fußabdrücke? Nee, ist doch. Was ist das? Was liegt da? Und warum kann ich da nicht bei? Ich kann da nichts machen. Das ist doch. Sieht ihr selber, da ist doch irgendwas. Ist das irgendwie eine Falle? Hat jemand drauf gepisst? Ist das von unten? I don't know. Na egal, wir gehen mal weiter erst die Quest machen. Beziehungsweise die Hauptstory und später haben wir die Möglichkeit noch alles 100% zu fertig machen halt. Na easy. Toll. Zumindest stirbt sie nicht. Jetzt bin ich hier unten. Ja, war sie wieder geplant. Also heute fällt die ganze Zeit rein, bis zum geht. Mir war ich hier schon. Sturm kommt auf. Okay, hier war ich noch gar nicht. Wow. Plötzlich was gefunden, was ich noch gar nicht kenne. Was habe ich denn für ein Ding hier an? Noch Explosion. Da ist Explosion. Let's go. Oh yeah. Gut, warten, bis alles hochgegangen ist. Jetzt sind wir hier am Start. War natürlich genauso geplant, dass ich hier runterslide und einfach was finde, was ich halt noch nicht, wo ich halt noch nicht war. Es war ganz genauso geplant. Ich habe nicht gefällt, sondern es war so geplant. Wie dunkel das hier ist. Ist das ein Bug? Grafikbug gerade? Das ist sehr dunkel. So kurz aufmachen hier und abchecken. Von der Flinte, Teil 3 von 4. Ist hier schon mal nix. So ein easy nix. Dann kann ich mir noch ein bisschen Erz gönnen, wenn ich Bock habe. Mach ich doch mal hier. Gar kein Ding für den King. Kurz genascht, den alten Scheiß. Her damit. Bam. Sehr geil. So, dann sind wir hier schon wieder durch. Aber irgendwie wirft die ganz, ganz komische Schatten. Deswegen glaube ich, dass die irgendwie verbuggt ist hier gerade. Die Hülle mit dem Licht. Aber naja, scheißegal. Malest du einmal mehr, deswegen raus hier und weiter geht's. So. Wir können übrigens noch auch zu den komischen Shop gehen. Also von dem gegnerischen Shop. War denn so hier irgendwo in der Nähe? Weil ich meine, wir können nämlich jetzt irgendwas kaufen, beziehungsweise bekomme ich eine Belohnung quasi von Trinity. Glaube ich zumindest. Wie gehen wir hier hoch? Die Lilum, ich bin der Weihnacht. Stimmt, hier war ich ja auch schon. Aber ich kann nicht runtersliden, beziehungsweise hier rüber. Wo muss ich da dran? Wo ist Haken? Wo ist der Haken an der Sache? Da hinten? Ja, das ist der Haken an der Sache. Befestigen. Und dann können wir hier. Ach, wir müssen klettern. Ich dachte, wir könnten wieder sliden, das würde reichen, dachte ich. Aber es reicht nicht. Schade. Können wir uns hier ein bisschen fortbewegen, ein bisschen ausrasten, ein bisschen Gas geben. So muss es sein. Nicht Kamera drehen, weil dann geht es wieder runter. Kommen wir hier runter. Ja, sehr schön. Hier gibt es noch ein bisschen Holz. Ich hole mein Kampfholz. Ich würde sagen, gehen wir wieder hoch. Ich meine, das Schicksal ist halt dafür, es möchte gerne, dass wir jetzt hier zum Weg, beziehungsweise hier zu dem Tier gehen. Machen wir. Wenn es denn geht. Alles da.
Machen wir. Sehr gut. Weil wie gesagt, ich bin halt runtergefallen. Und das Schicksal möchte halt einfach, dass wir zu dem Tier gehen, da was machen und dort kaputt. Ich muss kurz drauf gucken, ob wir die Sachen noch nebenbei aufsammeln können. Nö. Da ist ein weiteres Lagerfeuer. Aber was hatten wir schon? Da sind ein paar Raben. Ach, scheiß auf die. Können wir wieder looten? Nein. Ich kann hier nicht rüber. Ich muss rüberspringen. Das ist halt einfach im Weg, ne? Ich frage mich, was für ein krasses Tier das schon wieder ist. Wenn wir den Panther gekillt, wir haben zwei Bären schon gekillt, wir haben Leoparden schon gekillt. Was fehlt denn noch? Eine Giraffe? Ein Löwe? Hm. Ich glaube so im Winter, hier, ne, in der Landschaft hier, in der Eisgegend, ist das nicht der Fall. Also wäre richtig. Na klar, wie weit muss ich da noch? Ich muss da rein. Hier drin. Was kann ich hiermit noch machen? Kann ich die vielleicht abfackeln? Ah, ich kann abschneiden. Ah, Kampf um die Flagge. Schneiden Sie alle Sowjetflaggen ab. Ja, das meinte ich jetzt sogar sehr, sehr gerne, nachdem die Ukraine angegriffen haben. Schon gelesen? Also, ist das die gleiche Frau? Ist er sicher? Das ist Konstantin. Klar ist er sicher. Sind hier noch Gegner? Sie war in dem Grab in Syrien. Und dann ist sie mitten in der Anlage aufgetaucht. Oh Mann. Hä? Ist entweder mutig. Warum sind die Gegner? What? Okay. Haben wir wirklich eine komplette Kompanie verloren, als sie in die Ruinen kamen? Nicht nur das, der Suchtrupp ist auch verschwunden. Hoffen wir, dass wir nicht als nächstes gehen müssen. Wir haben Feindkontakt. Gesundes Gebiet. Was? Der da oben hat das gesehen. Ich hab gerade gedacht, wer um Gottes Willen hat das gesehen? Noch einer hier? Okay. Easy peasy. Kurz zerballer. Gar kein Ding für den King. Habt ihr gesehen, ne? Also der Skill, der war schon da, ne? Mein Aim hat auf jeden Fall funktioniert. Kann ich wieder ein bisschen Counter-Strike 1.6 zocken. Aber das war schon gut. Das war schon richtig gut. Oder den Glitzerz. Und ich hab mich ja gewundert, ich kill den anderen. Und dann plötzlich... Irgendjemand hat mich entdeckt, wer denn? Dann war es der Kollege, der einfach da oben stand, hat sich einfach umgedreht. Das könnte es gewesen sein. Und ich glaube, das Zeichen hier. Oh, da kann man ein bisschen Dart spielen, wenn wir Bock haben. gibt es eine Herausforderung oder so? Nein. Ich glaube wirklich, dass hier nicht ein Tier ist, sondern halt einfach Gegner. Also quasi, Tier ist auch ein Gegner, aber halt menschliche Gegner, ne? Wisst ihr, was ich meine? Den haben wir auch kaputt geballert hier. Den da oben kurz noch looten. Dann können wir weitermachen. Gegönnt. Haben wir hier schon drin? So ein paar Pfeile. Noch mitnehmen. Warum denn nicht? Sehr nett. Schrotflinten. Scheiß habe ich schon. Hier so ein bisschen Gras. Das haben wir auch. Sehr geil. Kann ich hier raus. Aber eigentlich habe ich hier ja schon fertig gemacht. Meine ich zumindest. Konnte man ja irgendwie rüberklettern. Man kann hier durchgehen. Alles klar. Dein Freund. Tut mir leid, was passiert ist. Bestimmt geht es ihm gut. Das hoffe ich auch. Ein bisschen Gras mitnehmen zum Heilen, ganz wichtig. Weil die Lara, die isst sehr gerne Gras, deswegen ist sie halt so dünn. So, das können wir aufziehen, glaube ich. Oh nein. Falsche Taste. Egal. Alter, ist die Lara stark. Meine Herren. Er läuft. Und hier waren wir noch gar nicht. Ja, richtig geil. Oh, das ist die Kiste, die angezeigt wurde. Was? Cool, die Tür abgerissen. Man macht die ja nicht über Licht an. Hat sie vorher auch nicht gemacht, ne? Ist das denn so dunkel, dass hier Licht... Ich habe keine Ahnung. Das hat sie nur in Höhlen und sowas. Ich glaube, das ist einfach nur buggy mit dem Licht von der Höhle gerade eben. Deswegen buggt alles rum. So, jetzt ist hier irgendwie eine krasse Kiste, die angezeigt wird. Bin gespannt. Gefunden. Ich vermische jetzt die Zutaten. Ah. Was Neues von der Patrouille? Hab gerade eine Übertragung empfangen. Sie sind auf dem Weg. Wo sind sie jetzt? Sie. Oh nein. Sie kommen direkt auf dich zu. Du könntest an ihnen vorbeischleichen, aber es ist vermutlich... Tut mir leid, Lara. Verdammt. Komm her, bring das zu Ende. Ja, komm, zeig dich. Danke. Weißt du, ich kann mich vorbeischleichen, genau. Und die haben mich schon als Visier genommen, Leute. Irgendwie ist gerade ein bisschen buggy, die Grafik. Sorry dafür, also sind ein paar Sachen. Oh Gott.
Komm. Ja, zeig dich. Zeig dich, mein Junge. Wo bist denn du hin? Wir geben mich in Deckung. Ja, so. Sehr gut. Ich war schneller als du und hab dich viel schneller. Oh Gott. Oh, in die Eier. Schön in die Eier rein. Läuft. Ehrlich gesagt kann ich mir was Schöneres vorstellen. Wenn es wirkt, stelle ich welches her und treffe dich im Tal. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Soll das zerbrennen? Soll das abfackeln oder muss ich da Explosion drauf machen? Das brennt ab, ne? Oder nicht? Der ist wieder abbrennen. Oh, Quatschaste. Dann halt nicht. Ah, das Gleiche. Ach, hiermit, ne? Kann man es wegmachen. So war das doch. Auch nicht. Hä? Also irgendwie konnte man das wegmachen. Nur von der anderen Seite. Ich habe keine Ahnung. Wir waren ja schon drin für eine Quest. Von daher alles kein Ding für den King. Easy passt. So, sind wir hier auch fertig. Müssen wir da links rüber. Wir können halt hier rechts weitergeben. Also ich könnte ja mal... es ist da unten quasi das Zeichen. Also es ist quasi nicht für ein extra super krasses Viech. Sondern für... missionsmäßig müssen wir da weiter. Alles klar. So, ich begebe mich jetzt kurz da ein, werde noch kurz die Sachen sammeln. Ich meine, da wir gerade eben schon hier rumlaufen, mitten auf der Map können wir uns ein paar Sachen noch gönnen, die hier ein bisschen rumliegen. Also irgendwie sollte hier noch so ein bisschen Money sein. Muss ich das vielleicht lesen? Das habe ich schon gelesen. Ich muss irgendwie rechts rein. Vielleicht hier nochmal hoch. Und da sind wohl irgendwelche Münzen noch hier rumliegen. Also Leute, 100% von der Map, das möchte ich gerne. Beziehungsweise vom ganzen Spiel kann ich hier eigentlich hochspringen? Nein. Da komme ich nicht lang. Scheiße. Ich muss wieder auf die andere Seite. Verdammte Axt. Das war nicht geplant. Und die ganze Zeit mit ihren Leuchtstäbchen geht mir auf den Sack. Das ist doch buggy hier. Mann. Spiel, was machst du mit mir? So, hier rüber. Genau. Na, immer geradeaus. Dann soll ich das auf jeden Fall bekommen. Da liegt ja eh nur was hier zwischen, was wir noch gar nicht gesehen haben. Zum Beispiel... ja, so ein. Das kann ich auch auffüllen. Das ist Öl für die Granatdinger und für die Feuerteile. Plus 17. Ja, läuft natürlich. Easy peasy. Wollte ich doch alles haben. Blidamanakui. Mach ich kaputt. So. Wo ist das denn hier drauf oder was? Ihr sitzt ja selber, ne? Also da ist ja dieser Scheiß, dieser hier. Kommt von die Flagge. Eine von... ach, das ist die Flagge. Alles gleich. Hat sich wohl erledigt. Was ist das? Die Truhe? Was ist das für ein Zeichen hier? Meinungsverschiedenheiten. Das passt auf jeden Fall auch. Ach, da sind Münzen. Okay, das ist ein Münzversteck. Das heißt, das Münzversteck machen wir. Also alles wieder ohne jeden Verstand, was der Lars hier macht. Einfach nur... ach, da kann ich aufziehen. Siehst du? Nein. Ich bin heute mega verpeilt. Das ist bestimmt der verpeilteste Part von allen. Obwohl, das ist immer krasser. Das ist unfassbar. Der Lars, der kann nix. Oh, wie weit die Dinger gerade geflogen sind, die Explosionsteile. Lustig. So, kann ich rüberjumpen. Dann sollte ich eigentlich jetzt da hinten hinlaufen können. Und dort kann ich mir gönnen. Was denn sonst? Denn der Lars, der gönnt sich immer sehr, sehr gerne. Hier hoch, dann hier hoch. Noch weiter? Okay. Ach, da oben drauf. Okay. Dann hier kurz. Jumpen wir da drauf. So, da sind sie, das Versteck. Easy peasy. Ich würde halt niemals auf so einen Vorsprung gehen, wenn ich es halt nicht wüsste. Würde kein Mensch machen. So, das ist fertig. Was haben wir hier? Überlebensversteck können wir auch noch hier markern, die alte Scheiße. Deswegen können wir das Marken, den Wegweiser auch nicht setzen, ne? Weil es einfach eine Mission war. Ich bin halt so dumm. So, passt easy. Ich hab's geskillt. So, da hinten ist es. Ja, tschüss. Da. Komm ich da so runter? Hier so, ne? Ja. Hier so, dann hier so und da ist das Überlebensversteck. Ein total krasses und gutes Überlebens... Prospektversteck natürlich. Oh, Fähigkeit plus 1. Sie haben ihre Fähigkeit im Königlichen Basislager mit neuer Fähigkeit gönnen. Was ist das? Kräuter. Was ist da? Da gibt es Kräuter. Ich kann da rüber. Ach, guck an. War ich da eigentlich schon da drüben? Keine Ahnung, wir sind hier schon mal Kräuter. Aber wenn man fragt, hier sind Kräuter. Das war ich noch nicht. Oder? Was
ist denn da? Ah, da muss ich hin für die Quest. Da oben. Okay. Das ist auch fertig, gar kein Ding hier. Was haben wir hier? Das ist auch irgendwie hier. Das ist eine Höhle. War ich auch noch nicht in der Höhle. Vielleicht muss ich da irgendwas aufziehen oder so. Die sind ja gerade dabei, ne? So, die Dinger nehmen wir auch mit. Die sind sehr gut, um Waffen abzugraden. Die alten Zahnriemen, Reißer. Jonah ist doch da draußen. Ja, einen anderen Scheiß. So, da ist eine Höhle, die ich wohl schon noch nicht drin war. Genau, muss ich aufziehen. Wunderbar. Da ist der Rabe davor geflogen, wäre ich hätte ihn getroffen, wäre lustig gewesen. Ja, sehr lustig gewesen. Ich gebe auch schon mal Waffe, weil ich glaube, wir kommen gleich ein paar Wölfe raus. Oder ein Bär. Oder eine tollwütige Giraffe. Wir werden es sehen. Oder einfach nur geiler Loot. Das ist scheinbar echt nur geiler Loot. Was kriegen wir hier? Ah, Teil 2 von 4. Vollautomatikflinte. Ja, geile Scheiße. Richtig geile Scheiße. Das war schon wieder. Das ist ja ziemlich schlecht. Mega, mega schlecht. Da ist ein Basislager. Man sieht es aber selber, ne? Wenn man das wirklich. Oh, kann ich das noch mitnehmen? Die Pflanzen? Denn? Wenn man sich das wirklich vornimmt und einfach durch die Gegend läuft und alles sammelt, was auf der Karte quasi. Irgendwas im Tal erzeugt EM-Interferenzen, die die Verbindung mit den Satelliten blockieren. Außerdem ist es die Einheimischen irgendwie geschafft, den Hauptpunkt vom Land zu legen. Sucht ihr eins aus. Wann werden die Jungs wohl Bindfäden an Blechdosen ausgeben? Also ist es die gleiche Frau. Ist er sicher? Es ist Konstantin. Klar ist er sicher. Sie war ein. Du hörst mir. Verdammt! Wollte schnell instant einen Kill machen mit nur zwei Kills, aber nicht geklappt. Verdammte Axt, der Lars ist zu schlecht. Kein Aim. Kein Aim. Aber wieder so Zahnräder, beziehungsweise so solche Gummiteile bekommen. Also keine Gummiteile, sondern solche Federn, dass wir einfach Waffen upgraden können. Sehr, sehr geil. Ach, sind da noch irgendwelche Gegner? Was ist noch nicht? Oder was zeigt der mir hier grün an? Was ist das Grünes auf der Map? Ach, das ist das hier. Das wird mir jetzt auch angezeigt. Sachen, die ich sammeln kann. Das wusste ich gar nicht. Ja, hab jetzt schon mal genug geskillt, ne? Easy peasy. Sehr schön. Oh, Wölfe. Von dir her. Ich hab von dem Wallhack, ich weiß ja gar nicht, ob ich den jetzt sehe oder nicht. Einfach mega der Wallhack hier am Start. Ein paar Sachen gönnen hier wieder. Oh, der ist weggelaufen, der Wolf. Denkst du dir auch, ne? Meine ganze Familie wird abgeschlachtet, laufe ich lieber weg. Alter, der Überlebensinstinkt ist so krank geworden durch die ganze Skillung. Einfach nur geile Schlachtsahne. Und hier, Kack habe ich schon. Ich kann ja kurz reingehen, obwohl es nur ein Wolf da. Ah, egal, komm, ich bin mir mal sicher. Das geht. Ich sehe auch, das ist das Herz. Finde ich auch ziemlich cool. Bist du noch ganz zum Anfang? Reiner? Okay, das sind menschliche Gegner, schauen wir wieder. Bist du noch ganz zum Anfang, wo einfach uns ein Wolf fast gekillt hat und jetzt können wir einfach 85.000 Stück auf einmal umbringen? Unfassbar krass. Das ist über uns. Alles klar. So, Erze muss ich wieder mitnehmen. Ganz wichtig. Ich hab keine mehr. Ich hab alle schon genutzt. So, das hab ich gemacht. Sehr geil. Ja, wo denn? Ihr seht mich doch gar nicht. Ihr wisst doch gar nicht, wo ich bin. Ich bin unter euch. Was ist denn los mit euch? Mann, Mann, Mann. Ist schon wieder nackt gesoffen. Ich bin voll. Gut. Ja, ich geh da mal eben hoch. Kann ich da auch irgendwie hoch da? Bleibt ruhig, wartet auf mich, damit ich euch endlich killen kann. Mann, Mann, Mann. Ihr kleinen Übertreiber. Da ist eine Flagge zum Abbrennen, bzw. zum Abschneiden. Ich komme gar nicht hier höher. Ah doch. Kommt hier rum. Wir sind einfach oben auf so einem scheiß Berg stehen. Und aber gar keinen Sinn erfüllen. Warum sind die da? Klar, durch die Kopfquest sind quasi neue Sachen gespawnt. Das ergibt alles Sinn, aber trotzdem. Warum? Warum hier? Wie lange ich brauche, um zu denen hinzukommen, um die zu killen. Bestimmt steht da jetzt gleich ein, zwei Personen. Eben wegklatschen, easy 3 Sekunden und für zum Klettern brauche ich eine halbe Stunde. Ja, läuft. So. Wie sind die jetzt? Die sind halt immer noch nicht.
Noch einer? Da. Ja, easy. Okay. Können wir runtersliden? Überleben wir das? Können wir hinjumpen? Oh, können wir nicht. Doch, schaffen wir. Sehr gut. Wir sind ja flink wie eine Katze. Sehr schön. Wir müssen durchlooten, die alte Rotze, obwohl die eh nur kacke verdient. Obwohl, diese komischen Zahnräder sind immer gut. Zahnräder. Der Lars braucht Zahnräder. Noch mehr Zahnräder gegönnt. Sehr cool. Dann gibt es noch ein paar Pfeile. Auch nicht schlecht. Ich habe wieder ein paar verschossen, weil plötzlich wieder ganze Gegner aufgetaucht sind. Optionale Herausforderung. Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Ich meine, das ist schon tausendfach hier, ne? Hatten wir dieses Zeichen, beziehungsweise diese Aufführung hier, diese Anzeige, aber ich weiß halt nicht, wo der Eingang ist. Da waren wir schon drin, da war die Hexe. Da oben waren wir schon überall drin. Irgendwas haben wir übersehen, aber ich weiß noch nicht was. Oder ist einfach ein Bug, weil wir es einfach schon abgeschlossen haben. I don't know. Naja. Ich muss mal kurz mitnehmen zum Heilen, obwohl es voll. So, dann hier hinten hin. Sehr, sehr geil. Dann haben wir das auch. Hier, Leute. Dann würde ich mal sagen, war es das von diesem wunderbaren Part, wenn es euch gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Würde mich freuen. Seid wie immer ein Haufen super nicer Boys. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen und tschüssi.